Heute finden in der UEFA Champions League die ersten Achtelfinalspiele statt. Wer am Abend im Einsatz ist und wo ihr die Spiele im Livestream und TV verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei Spox. Im Topspiel des heutigen Tages treffen Manchester United und Paris Saint-Germain aufeinander. Nach schwachem Saisonstart zeigen die Red Devils in den vergangenen Wochen starke Leistungen unter ihrem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer. In der Champions League-Vorrunde belegten die Engländer hinter Juventus Turin Platz 2. PSG muss im Hinspiel auf mehrere Leistungsträger verzichten, unter anderem stehen Neymar, Edinson Cavani und Thomas Meunier nicht zur Verfügung. In der zweiten Partie begegnen sich mit dem AS Rom und dem FC Porto zwei Außenseiter, für die das Erreichen des Viertelfinals ein großer Erfolg wäre. Nach dem Halbfinaleinzug im vergangenen Jahr spielen die Römer eine schwache Saison und belegen in der Serie A nur Platz 6. Porto hingegen gewann die Vorrundengruppe vor Schalke 04 souverän und ist auch in der Liga auf Meisterkurs. CL-Achtelfinale, wo und wann finden die heutigen Spiele statt? Die beiden Hinspiele im Champions League-Achtelfinale werden heute parallel um 21 Uhr angepfiffen. Im Olimpico Roma begrüßt der AS Rom den FC Porto, Paris Saint-Germain gastiert im Old Trafford bei Manchester United. Champions League heute live im TV und Livestream, die heutigen Achtelfinalspiele in der Champions League sind nicht im Free TV zu sehen. DRZN und Sky teilen sich die Übertragung der Königsklasse auf. Während die Partie Roma-Porto in Deutschland bei DRZN gezeigt wird, könnt ihr die Begegnung United-PSG sowie die Konferenz auf Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender bietet auf Sky Go zusätzlich einen Livestream an. In Österreich zeigt DRZN das Spiel Rom gegen Porto, Sky hingegen hat sich neben der Konferenz die Begegnung Man United gegen PSG gesichert. Spielübertragung: die Übertragung ATPSG, United Ski dessen Roma, Porto dessen Ski.